Hallo, mein Name ist Martin Essler. Ich bin seit Juli beim OBUS, habe mit der Ausbildung begonnen und seit Anfang November fahre ich alleine die Busse durch Salzburg. Davor war Martin 7 Jahre lang als Nachtwache in der Stadt Salzburg tätig. Doch die Leidenschaft für Busse, die bestand schon immer. Früher habe ich immer schon die Verbindung gehabt durch meinen Opa, der ewig Einsatzleiter war beim OBUS. Das haben wir früher schon gemeinsam mit den Bussen immer herumgefahren. Und auch dadurch, dass ich ein paar jetzige Arbeitskollegen kenne, die haben mir das auch empfohlen, dass ich zum OBUS gehe. Da habe ich den Entschluss gefasst, ich probiere es jetzt. Also so einen langen OBUS zu lenken durch die doch recht enge Stadt ist schon was Besonderes, weil der ist bis zu 18,75 Meter lang und 21 Tonnen schwer, wenn er voll besetzt ist. Das macht einfach Spaß, mit so großen Fahrzeugen zu fahren. Ob im Sommer oder Winter, die OBUS-Lenkerinnen und Lenker der Salzburg AG kennen die Mozartstadt wie ihre Westentasche. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jeder Witterung. Wer sich für einen Job als OBUS-Lenker oder Lenkerin interessiert, sollte vor allem Freude daran haben, unterwegs zu sein. Ganz wichtig ist einmal, dass er gerne fährt und vor allen Dingen auch im Stadtgebiet fährt. Ja, weil das Stadtverkehr ist das um und auf, aber das ist reine Routine, wenn man länger fährt, dann das ist und die engen Straßen von Salzburg, aber dann mit dem großen Fahrzeug. Das ist einmal ein wichtiger Punkt und natürlich, dass man auch gerne mit Leuten umgeht, denn man hat die Fahrgäste an Bord und die Fahrgäste als Auskunftsperson im Bus drinnen. Es sind zwar viele dieselben Fragen, vor allen Dingen auch von den Touristen, aber trotzdem, man soll ja mit den Fahrgästen dementsprechend kommunizieren können, natürlich im Stillstand bei der Haltestelle. Und auch in herausfordernden Situationen ist schnell eine hilfsbereite Hand zur Stelle, sei es von der Leitstelle aus oder direkt im Straßenverkehr. Wenn einmal eine Panne passiert mit dem Bus, ist sofort der Kollege von der anderen Straßenseite da und unterstützt mich dabei. Also das Teamwork ist echt super beim Bus. Besonders viel Spaß macht mir, dass ich mit sehr neuen Fahrzeugen auch fahren darf, dass mir die Firma das Vertrauen entgegenbringt und dass wir ein sehr breit gefächertes Publikum haben, von Schüler bis Pensionisten, alles dabei. Wer gerne fährt und kommunikativ ist, eignet sich bestens für diesen Job. Also grundsätzlich ist zuerst einmal die Führerscheinausbildung, für die noch keinen Führerschein haben, weil die kommen von der Gruppe B, also PKW, und das funktioniert in der Fahrschule und teilweise bei uns. Und anschließend ist dann die große OBUS-Ausbildung, was dann startet, die dauert 2 Monate. Wenn Sie Lust auf einen Job als OBUS-Lenkerin oder Lenker haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.